Wir finden es besonders schön, dass wir diesmal eine Ausstellung haben, die sich auch mit Delmenhorst beschäftigt. Ich glaube, ganz viele Menschen in Delmenhorst haben sofort Bezug zu dem, was hier stattfindet, zu den Bildern, die sie gemalt haben. Wir glauben auch, dass die Ausstellung besonders gut zur Volksbank passt. Ich weiß nicht, ob jeder die Volksbank kennt. Wir heißen ja Volksbank Delmenhorst-Schiebruck, das heißt, wir sind die einzige selbstständige Bank in Delmenhorst. Und wir sind sehr eng verbunden auch mit diesem Standort hier in Delmenhorst. Themen und Motive aus Delmenhorst waren schon in der Vergangenheit häufig Gegenstand in den Werken der Vereinsmitglieder. Denn bei der Wahl eines geeigneten Motivs lässt man sich gern vom Naheliegenden inspirieren. Der Wasserturm ist ja praktisch ein Wahrzeichen mittlerweile der Stadt Delmenhorst. Überall bekannt und ist auf sehr vielen Motiven drauf. Mhm. Also das ist auch ein bisschen modern und abstrakt gemalt. Und diese Bäume und so, das ist sozusagen meine künstlerische Freiheit. Weil ich will ja kein Foto machen, sondern ich möchte es malerisch darstellen, so wie ich das gerne mal sehe.